Hallo Borgheide, hallo Welt, da bin ich wieder, euer Lutz mit der Montagssendung von Borgheide News TV. Ja, was haben wir heute als Themen alles hier? Ich habe natürlich wieder viel auf mein Skript geschrieben. Das alles beherrschende Thema war natürlich das Feuer oder ist noch immer das große Feuer, der große Waldbrand bei Treuenbrietzen und natürlich auch mal wieder bei Fichtenwalde. Das nahezu tägliche Geheul der Sirenen und die permanente Angst vor einem Waldbrand mit verheerenden Folgen zehrt an die Nerven der Waldbewohner. Ja, man merkt es tatsächlich, während die Städter sich über Rauchgeruch beklagen, treibt die Einwohner unserer und der umliegenden Gemeinden der eventuelle Verlust ihrer Heimstätte durch einen Großbrand. Die Feuerwehren sind nahezu im Dauereinsatz und würden im Ernstfall fehlen, wenn der Worst Case eintritt. Gott sei Dank war der gestrige Feueralarm ja hier in Borgheide, Borgwalde ein Fehlalarm. Der hat allerdings gezeigt, wie präsent die Angst vor ähnlichen Szenario wie bei Treuenbrietzen und Fichtenwalde hier bei uns im Ort auch ist. Dort waren immerhin bis zu 600 Feuerwehrleute im Einsatz und 3 Ortschaften mussten evakuiert werden. Auch die Borgheider Freiwillige Feuerwehr sowie die SEG der Ortsgruppe der DLRG Borgheide waren dort im Einsatz. So mancher Einwohner sah es als seine Pflicht an, Aktiven dort, die Feuerlöscher, die Helden halt, mit Lebensmitteln, Getränken und dergleichen zu versorgen. Leider hat die Feuerwehr natürlich auch mit übereifrigen Medien zu kämpfen, wie man in der Matz lesen konnte, waren den manchen Medienvertretern es wichtiger, ein Interview zu machen, als die Feuerwehren durchzulassen. Dazu gab es auch ein Foto in der Matz, was ich gesehen habe. Ich nehme es hier nicht mit rein. Aber auch so mancher Politiker musste scheinbar, war schon im Wahlkampf, im Vorwahlkampfmodus und hat sich dort lieber mit Schokoladen verteilen ablichten lassen. Ich weiß gar nicht, das hat schon was von Katastrophentourismus gehabt. Ich weiß nicht, ob man sich so als Wohltäter darstellen lassen muss, wenn man Merci-Schokolade verteilt. Es ist doch eigentlich so, dass die Arbeit für die Feuerwehr und für die Politiker doch erst anfängt. Denn das Feld ist ja für die Politiker eigentlich jetzt erst recht offen, wenn die Brandserie vorbei ist. Dann können sich doch die Wehren über großzügig zu erwartende Etaterhöhung für die Brandbekämpfer freuen. Also viel mehr jedenfalls als über medienwirksam verteilte Schokoladen. Oder ist das etwa nach der Geschichte nachher aus dem Sinn? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es ist eine Erkenntnis und ein Lernprozess nach diesen Großbränden zu verzeichnen. Jedenfalls kann man den Frauen und Männern der Feuerwehren und der anderen Einsatzkräfte wie der SEG und Technisches Hilfswerk und Bundeswehr, was alle immer dort im Einsatz war, nur für ihren selbstlosen Einsatz danken. Das möchte ich hiermit auch getan haben. So, kommen wir nochmal zum Ort. Auch hier wächst es weiter. Hier kann man zum Beispiel sehen, wie unsere neue Fahrradstation aussehen wird. Es fehlt noch ein Infodisplay und ein paar Kleinigkeiten und natürlich auch das Gebäude für die Technik von der Gemeinde wächst zusehends. Wir werden sehen, wenn es fertig ist. Dann habe ich hier noch ein paar Infos von den Titanen on Tour hier aus Brück, die ja mittlerweile in Litauen angekommen sind. Ich habe hier ein kleines Video für euch. Von Freundschaft die Rede und die polnische Seite war also null Probleme. In diesem Zusammenhang auch nochmal vielen Dank an Slavik für seine tolle Organisation auf polnischer Seite und wenn wir jetzt auf russischer Seite ähnlich gut weiterkommen, dann können wir ungestört den Oblast Kaliningrad passieren.
Ja, eine super Geschichte, kann man nicht anders sagen. Ich finde das Abenteuer riesig. Wäre ja was für mich gewesen, da mal mitzugehen und 1000 Bilder zu machen. Aber man braucht natürlich sehr, sehr viel Zeit dafür. Aber gute Weiterreise und natürlich gute Heimkehr. Und wir werden weiter beobachten. Gut, kommen wir jetzt zum Sport. Die Fireflies waren am Wochenende unterwegs, zum Beispiel in Wittenberge zum Brandenburg-Tag 2018. Bei der ganzen Berichterstattung in den örtlichen Medien habe ich natürlich irgendeine Info darüber vermisst. Man hat alles über alles Mögliche dort berichtet vom Brandenburg-Tag, aber über unsere Fireflies leider nicht. Jedenfalls waren sie dort, hatten Spaß gehabt und sind heil wieder nach Hause gekommen. So, dann gibt es natürlich weiterhin Infos von der BSV 90, von der Borkheider Sportverein 90. Nachdem die Waldbadsaison sich ja langsam dem Ende nähert, wo die DLRG ja die Seepferdchenkurse fleißig durchgeführt hatte, startet der BSV 90 seine Schwimmkurse für Seepferdchen für Kinder ab 5 Jahren am Montag, dem 10.09.2018 ab 18 bis 18.45 Uhr in der Bundeswehr-Schwimmhalle in Beelitz. Es sollen über 12 Kurse gehen, also 12 Termine, und der Teilnehmerbetrag inklusive Versicherung und Eintritt des Kindes beträgt 100 Euro. Anmelden und Infos kann man sich hier über Frank Wiens. Telefon und E-Mail-Adresse ist eingeblendet. So, dann geht es weiter. Der Sportverein macht natürlich noch sehr viel mehr, zum Beispiel die Aerobikkurse, die allerdings dieses Jahr erst ab 11.10. beginnen. Die starten mit Marion und die ist vorher noch unterwegs. Dann gibt es ganz, ganz neu im Programm Poi Twirling für Kinder und Jugendliche mit Heidi Barucki. Die starten immer montags von 17 bis 18 Uhr. So, dann haben wir noch eine Info vom Fußball. Die Herrenmannschaft vom BSV 90 spielte ja gegen SV Union Linte. Diesmal haben sie 2:1 verloren. Es war das zweite Punktspiel der neuen Mannschaft. Wir schauen, wie es weitergeht. Jetzt fehlt mir nur noch das Wetter anzusagen, beziehungsweise das überlasse ich wie immer Matze. Bitte schön, Matze. Hallo. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Willkommen zum Wetter für Borkheide News TV. Heute mal wieder von der heimischen Terrasse und bei Temperaturen, die es doch einem erträglich machen, im T-Shirt draußen rumzusitzen. Die Sonne fehlt heute ein bisschen. Morgen haben wir 2 Stunden Sonne mehr und am Mittwoch wird der ganze Tag wahrscheinlich schon wieder sonnig sein. Der erwartete Regen für Donnerstag, ich sehe den noch nicht so. Der wird sich wahrscheinlich wieder bei Belzig aufteilen, links und rechts an Borkheide vorbei oder egal wo runterkommen. Die Langfristprognose, da gucken wir mal gar nicht hin, die hat so viel Sonnenschein schon wieder drauf, dass ich das gar nicht glauben möchte, dass der Sommer nochmal Gas gibt und da nochmal ordentlich Temperaturen und Sonnenschein macht. Im Prinzip für die letzten Tage im Waldbad bis zum 16. September wäre es natürlich schön, wenn wir da noch ein bisschen Sonnenschein hätten. Wir werden sehen. Was uns der Sommer noch gebracht hat, man hat es an vielen Orten gehört und gesehen, dass ganz viele Wespen in der Luft sein sollten und doch genervt haben. Im Schwimmbad waren zwar mehr Bienen und das Wespennest, was ich hier im Schuppen hatte, das hat dann leider der Marder zerstört. Schade drum, weil die Wespen, die waren wirklich total unauffällig. Die haben uns nicht mal beim Frühstück auf der Terrasse genervt, obwohl sie nur 15 Meter entfernt waren. Ja, schade, aber auch hier sieht man an diesem kleinen Video die Kraft der Wespen, wenn die sich mal verbissen haben. Da gehen die einfach mal nicht mehr ab. Da liegt ein Stück Steak auf dem Tisch und dann geht es los. Da wird gefressen und gefressen. Proteine müssen rein und Eiweiße. Ja, nicht aufzuhalten, die kleinen Viecher. Egal, ich habe sie versucht zu beschützen. Es hat nicht geklappt. So ist das manchmal. Ansonsten würde ich sagen, ich melde mich nächste Woche wieder. Bis dahin, kommt gut durch die Woche. Tschüss. Ja, vielen Dank, Matze. Und du hast uns noch was zu sagen. Ach, und was mir noch einfällt. Ich war ja letzte Woche ein wenig mit Magen- und Darmvirus ans Bett gefesselt. Ich habe ja noch eine Nachlieferung, und zwar aus dem Schwimmbad, als der RBB dort vor Ort war und den braunsten Rettungsschwimmer gesucht hat und sich dann doch am Ende der Moderator als der braunste erwiesen hat. Aber man muss auch sagen, wenn man zu viel Sonne bekommt, ist es ja auch Hautkrebs, ist die Hautkrebsgefahr natürlich auch am höchsten. Deswegen, also wenn man nicht der Braunste ist, hat man eigentlich auch alles für die Gesundheit getan. Ja, wie man hier sieht im Hintergrund, ein bisschen was von den Filmaufnahmen, und zwar die Filmaufnahme selber gefilmt, inklusive
eines zufälligen Springers vom Turm, der sonst in der Sportart Tricking, habe ich mir sagen lassen, zu Hause ist, was eigentlich Bodenturnen ist. Naja, so hat er natürlich eine bessere Landemöglichkeit und etwas weichere, als wenn man auf den Boden knallt. Jo, soweit noch der kleine nachträgliche Bericht aus dem Schwimmbad vom Tag, wo der RBB bei uns war. Ciao. Ja, natürlich. Das musste ganz dringend gesagt haben. Auch der RBB war mal wieder im Waldbad gewesen. Gut, dann hoffen wir drauf, dass das Wetter sich noch mal etwas besinnt. Ein bisschen Regen schickt. Warm kann es ruhig noch eine Weile bleiben. Haben wir nicht wirklich was dagegen. Das war's. Wie immer hier bei Borkheide News TV. Euer Lutze und tschüss.